grande 520, slacht dat de flik. 3, stop, je hebt geen keer. Zullen we 3, 7, 7. Stop de rauwgacht, stop met zich oprichten. Das macht uns sehr glücklich, dass das möglich war, jetzt trotz dieser schwierigen Umstände. Und wir zusammen mit der Patrouille Suisse, dem Ursin, diesen wunderschönen Tag haben können, ermöglichen. Ich bin sicher, er wird das nie mehr vergessen. Die Passion, die er auch teilt mit diesen Piloten, die er das hat wirklich können ausleben heute, das war sehr berührend gewesen, auch zum sehen für uns. Das ist natürlich ein schönes Gefühl. Wir haben lange auf diesen Tag hergeplant und sind sehr glücklich, dass es jetzt so geklappt hat. Und man sieht auch am Ursin an, dass er unheimlich viel Freude hat. Er ist nicht der kommunikativste, aber man spürt es an der Körperhaltung an, am Gesichtsausdruck, dass das ganz, ganz ein tolles Event ist und er extrem Freude hat. Ja, für uns war es als Familie wieder mal ein Anlass, den wir zusammen dürfen verbringen. Wir haben in eine ganz andere Welt gesehen, die wir eigentlich nicht so gekannt haben, wo man immer von außen ein bisschen zugeschaut hat. Und wir waren extrem beeindruckt von der Offenheit, von der Professionalität der Patrouille Suisse, dass wir hier alles haben dürfen miterleben und anschauen. Ja, es ist überwältigend. Schön, dass wir das machen konnten. Mega, mega cool. Und ja, schon ein bisschen sprachlos. Nicht so genau wissen, was und wie und wo. Aber super Sache. Und schön, dass er jetzt hier kommen konnte und so glücklich ist. Es ist etwas vom Schönsten, oder? Wenn man kann Kind eine Freude machen kann und nach einem Strahlen in den Augen sieht. Nach so einem Tag oder auch während dem ganzen Tag, wo ich jetzt den Ursin sehen konnte. Ich habe selber auch 3 Kinder und ich weiss, was das bedeutet. Ich war selber auch mal ein Kind gewesen, manchmal sogar immer noch eins. Und es ist doch einfach etwas Schönes, wenn man das Glück und das Freude, die Freude ja, könnte bescheren könnte. Dass man hier so ein Privileg hat,